Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, 344. Ausgabe. Mein kleiner oder unser kleiner Gewitter-Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Ich habe jetzt einfach mal angefangen, den Podcast zu machen, weil es draußen so richtig schön kracht und regnet. Vielleicht hört ihr die Regentropfen ans Dachfenster klopfen. Ich drehe mal das Mikrofon ganz auf. Weiß nicht so genau, ob man es hört, werde ich gleich beim Probehören feststellen, ob das geklappt hat. Aber ab und zu wird es vielleicht auch mal hier richtig knallen, weil das Gewitter ist nicht allzu weit weg, aber es tut mal gut. Es tut gut, vor allen Dingen sieht man plötzlich ganz neue sportliche Aspekte an Arbeitskollegen, die nämlich früh ankommen, mit ihrem Cabrio offen parken, ja, Sonne scheint ja, alles wunderbar, alles schön warm. Und plötzlich verdunkelt sich der Himmel. Keiner denkt daran, dass die Autos draußen offen stehen. Dann fängt es an zu schütten, wolkenbruchartig. Heute Abend oder heute Nachmittag schon in Hamburg. Wirklich, es goss wie aus Kübeln. Und auf einmal sagt einer, Scheiße, mein Auto ist noch offen. Und dann erlebt man ältere Kollegen, wie der Pfeil düsen die durchs Büro mit Geschwindigkeiten, die man ihnen nie zugetraut hätte, auf dem Weg zum Auto und dann kommen sie 5 Minuten später wieder, selbst patsch nass und das Auto natürlich richtig schön nass geworden. Und dann ein paar Minuten später, als es dann aufgehört hatte mit diesem Gewitterguss, sah man sie alle mit Zewa, Wisch und Wegrollen unterm Arm Richtung Auto ziehen und erstmal den ganzen Mist trocken zu wischen. Wobei ich ja bin dann ja auch immer jemand, ich sag dann, da nimmt man eher ein Handtuch, ne? Weil so eine Zewa-Rolle, die ist ja im Nu vollgesaugt und dann bist du ja wieder, dann musst du wieder zurück und musst eine neue holen. Dann denke ich, ist es manchmal besser, da das gute alte Wischtuch oder Handtuch zu nehmen. Das kann man zwischendurch mal ausbringen, dann kann man weiter wischen und ganz zum Schluss kann man es vielleicht mit Zewa trocken reiben. Aber nun ja, das war halt am schnellsten greifbar und schon ging es los. Aber die Natur freut sich nach Wochen Sonne mal auf so einen kleinen Schauer oder auf eine Abkühlung. Wobei es ist nicht viel kälter geworden in Hamburg. Ne? Es ist jetzt draußen wie in einem Gewächshaus. Man macht 3 Schritte und schwitzt wie ein Tier. Aber vielleicht ist es ja bei euch besser. Ich weiß, ich habe gerade mit einem Freund in Koblenz telefoniert. Bei denen scheint nach wie vor die Sonne. Die freuen sich bestimmt auch mal. Die Tiere auf saftiges, grünes Gras auf der Weide, wenn es mal wieder geregnet hat und man muss die Balkonpflanzen nicht 2-mal gießen am Tag, so wie das Simi derzeit macht. 2-mal am Tag Balkonpflanzen gießen, das ist in Hamburg super ungewöhnlich. Wir haben 4 Wochen tolles Wetter gehabt, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der liebe Gott ein Fußballfan ist und einfach die Sonne über Deutschland dieses Jahr besonders toll scheinen lässt und die ganzen Ausländer glauben, wenn man mal einen schönen Sommerurlaub machen will, dann muss man einfach nach Deutschland fahren, was im Norden, speziell in Hamburg, nicht immer zutrifft. Am Samstag Spiel Deutschland-Portugal, ich hoffe mal, ihr hofft auch alle, dass der Klinsmann weiter der Trainer bleibt. Und ich bin ja sehr gespannt, wenn dann der Oliver Kahn im Tor steht. Soll ja vielleicht passieren. Ich habe ja heute das Interview mit Jens Lehmann gesehen. Und ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt, wie das ausgeht. Für heute war es das. Jetzt hat das Gewitter mir gar nicht mehr den Gefallen getan und hat ja nochmal richtig reingekracht. Wahrscheinlich jetzt, wenn ich das Mikrofon ausmache, dann wird es wieder losgehen. Aber es ist immer so. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko. Jetzt habe ich doch nochmal einen Kracher erwischt. Den musste ich euch noch gönnen. Bis morgen. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.